das hier ist der DJI Osmo Pocket 3. Das ist ein ziemlich geiles Teil. Einfach zur Seite klappen. Und zack, jetzt nimmt das Ganze auch hier auf. Es hat einen 1 Zoll großen Sensor und hat einen 2 Zoll großen Display. Es gibt noch das Creator Kit, das habe ich leider nicht. Ich habe mir das normale gekauft, um es mal zu testen. Beim Creator Kit bekommt ihr nämlich noch das DJI Wireless Mic 2, das ist das 1er. Das heißt, ihr habt da so einen Transmitter, beziehungsweise einen Receiver, nicht einen Transmitter. Und das ist direkt dann mit dem DJI Pocket 3 gekoppelt. Das habe ich jetzt einfach so hier, die Aufnahme hier gestartet und später im Post werde ich das Ganze synchronisieren. Mit dem dreimaligen Betätigen auf den Joystick-Button schwenkt die Kamera dann jetzt hier auf mich. Und ihr seht jetzt gerade, ich nehme jetzt aktuell in D-Log auf. Das heißt, das Ganze hat nämlich einen normalen Farbprofil, so Standard sage ich mal. Und dann gibt es einmal ein Log-Profil und einmal Farbprofil HLG3. D-Log ist ein Farbprofil, was ziemlich flach ist. Es ist ziemlich grau. Das heißt, man muss im Post das Ganze hier color graden, damit das Ganze, sage ich mal, nett aussieht und viel Kontrast hat und viele Farben hat. Ist für Anfänger vielleicht eher weniger geeignet, aber ansonsten ist es ziemlich geil und ich muss schon sagen, es liegt auch ziemlich gut in der Hand. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, das hier ist mein aktuelles Vlogging-Setup. Ich habe hier die Sony Zivi Yvonne mit meiner Sony 16-35mm und das ist schon ein ordentlicher Oschi, sage ich mal. Und im Gegensatz zu das Teil hier, was ziemlich klein und ziemlich handlich ist. Also ich würde sagen, wer wirklich nur vloggen möchte, ist das ein absolutes Go. Was willst du machen? Ich habe jetzt gerade aktuell rechts hier an meiner rechten Hand habe ich die Sony Zivi Yvonne. Und hier links habe ich das DJI Osmo Pocket 3. Und ich bin hier so auf dem Berg, auf dem Feld. Und ich laufe und das eine ist ja, ups, war schon fast hingefallen. Aktiv stabilisiert, also Active Stabilization, also IBIS. Und das hat hier einen Gimbal und das ist ziemlich krass. Da werden wir sehen, also es ist eigentlich schon klar, was hier besser stabilisiert. Und zwar nämlich ein Gimbal stabilisiert natürlich viel, viel besser. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht auf die Schnauze falle. Ja, aber man kann schon sehen, den Qualitätsunterschied im Bild. Weil ich sag mal, meistens, warum man ein DJI Osmo Pocket oder so eine Art Actioncam vielleicht nicht bevorzugt gegenüber einer DSLR-Kamera, ist einfach wegen der Video- bzw. Bildqualität. Aber das Teil hat mich schon ziemlich überrascht. Ich meine, es kann in 10-Bit aufzeichnen und in einem Log-Profil. Klar, mit einem DSLR-Kamera hast du natürlich noch andere, weitere, bessere Ergebnisse. Das kann man jetzt in der Hinsicht jetzt weniger vergleichen. Wie lange dauert es eigentlich, das Pocket einzuschalten und aufzunehmen? Wir machen es mal aus dem Case hier raus. Wir drehen das Ganze hier mal so um. Und zack, jetzt nimmt es gerade auf. Und wenn ich noch das DJI Mic 2 hätte, dann würde sich auch quasi das Mikrofon direkt mitverbinden. Warum das Ganze so schnell aufnimmt, ist aufgrund der Einstellung, die oben gelb leuchtet. Da drückt man einfach drauf und man sieht Screen Rotate and Capture. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt wieder rotieren würde, da sieht man auch in der Einstellung, man kann einstellen, wenn man das Ganze wieder vertikal dreht, dann kann das Ganze automatisch ausgeschaltet werden. Wenn ich das Ganze jetzt hier wieder drehe, dann dreht sich die Kamera und die Aufnahme beginnt direkt. So sieht das ganze DJI Pocket in seinem Gehäuse aus. Das ist ein ziemlich cooles Material eigentlich. Es ist zwar aus Plastik, aber es ist ziemlich hochwertig. Und ja, dann kann man das Ganze hier natürlich abmontieren. Und als allererstes fällt uns auf, dass es erstmal ziemlich klein ist. Aber was mitgeliefert wird, ist so ein Extendable Attachment. Das Ganze kann man hier einfach in der Form mit einem USB-C-Port zu einem anderen USB-C-Port verbinden und dann hört man so ein Geräusch und das Ganze ist jetzt erweitert. Das heißt, man hat eigentlich viel mehr Grip. Was man zusätzlich aber dazu noch kaufen kann, ist hier so ein Extendable Battery Attachment. Das heißt, das Ganze hat noch einen Akku und das kann man hier auch so in der Form anschließen. Dann hört man so zwei Klickgeräusche, ist dann wieder dran. Nicht nur, dass es halt dann länger ist und besser in der Hand liegt, sondern das Ganze lädt nochmal das DJI Pocket 3 zusätzlich nochmal auf. Das heißt, man hat nochmal viel mehr Akkubetrieb bzw. mehr Akkuleistung. Das heißt, das Ganze kannst du am Tag nochmal länger benutzen. Und wenn man halt nicht, ich glaube, das nennt sich Creator Equipment dazu kauft, dann, ja, dann hast du keinen Tripod, aber da hier unten ein Viertelgewinde ist, kannst du das Ganze einfach
durch irgendein Stativ einfach anschließen. Das ist zum Beispiel auch vom DJI, das ist von meinem Gimbal. Das heißt, ich könnte das Ganze hier einfach so in der Form hier anschließen, beziehungsweise dran montieren und verbinden. Und habe das Ganze dann nochmal ziemlich lang. Jetzt sieht das Ganze aus wie so ein Selfie-Stick, sage ich mal. Und könnte das jetzt so in der Form hier einfach so dran machen und auch das Ganze so bedienen. Was du noch machen kannst, ist zwar nicht so dafür vorgesehen, glaube ich. Das heißt, wenn wir das Ganze mal hier wieder lösen, das Ganze bleibt auch so auf dem Tisch liegen. Aber du siehst schon, bei kleinen Erschütterungen fällt das Ganze schon fast hin. Es ist ziemlich locker, aber der Boden ist glatt hier vom DJI Pocket 3, deswegen passiert eigentlich gar nichts. Wie ich erwähnt hatte, gibt es ja mittlerweile das DJI Mic 2, das hier das 1er Modell, und man könnte das Ganze hier auch trotzdem anbringen. Also es ist dieselbe Größe, deswegen kann ich es ja einfach hier demonstrieren. Du siehst jetzt, hier passt das DJI Mic 1 oder 2 in dem Fall, hier ist das 1er, auch drauf, und das kannst du dann zum Beispiel einfach hier drauf machen und dein DJI Mic 2 mitnehmen. Ebenso befindet sich hier in diesem Gehäuse zwei Plätze. Einmal für ein Weitwinkelobjektiv, nicht Objektiv, also eine Linse, damit das Ganze weitwinkelig wird, und ein ND-Filterplatz. Ich habe die beiden jetzt nicht da, aber du hast hier Platz, das Ganze hier nochmal zu platzieren bzw. hier aufzubewahren. Das ist ziemlich cool. Das heißt, du hast das DJI Pocket 3. Das packst du einfach hier so rein. Dann hast du hier drinnen deinen Weitwinkel-Adapter, deinen ND-Filter. Und du hast dann oben quasi hier dein Mikrofon drauf, was ich dir vorhin gezeigt habe. Und du kannst auch das Attachment dann, also was im Paket dabei ist, einfach so dran lassen. Und schubsdiwupps kannst du damit direkt loslegen. Das heißt, so ein kleines Teil, packt es in die Tasche und du hast alles dabei, was du brauchst. Was ich mal jetzt machen werde, ist, ich habe hier so ein Tripod. Beim Creator Combo Paket gibt es eins dabei. Das ist hier von meinem DJI Gimbal. Ich werde das Ganze mal hier draufstellen, einschalten, weil man kann das Ganze mit dem Smartphone verbinden, und man könnte, also man kann das Teil hier mit dem Handy steuern. Das heißt, man könnte zum Beispiel auch den Joystick steuern, man könnte Active Tracking steuern, und ich will mal einfach sehen, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Dazu muss ich mein Handy erstmal auspacken, und jetzt kann ich quasi mein Gimbal bzw. das DJI Pocket steuern mit dem Joystick hier, mal runtersteuern und zu mir drehen. Und zack, da vorne bin ich. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich könnte jetzt mich quasi jetzt hier markieren. Und erkennt er mich? Da, er hat mich erkannt. Das heißt, wenn ich mich jetzt bewege, dann sieht man, dass das Ganze mich verfolgt. Und soweit ich weiß, gibt das Ganze auch hier ein Ende. Das heißt, der Gimbal dreht sich jetzt nicht komplett durchgehend, sondern irgendwo hört das auf. Ja, das war die Grenze. Und schauen wir mal, wenn ich mal jetzt hinter einem Baum gehe, wie das Ganze dann aussieht. Ah, er hat mich schon verloren. So schnell geht das Ganze hier. Er verliert mich ziemlich, ziemlich schnell. Ich muss auch sagen, es ist ziemlich bewölkt, dunkel. Es ist ziemlich windig. Es war eigentlich nicht die beste Stätte hier, um irgendwo jetzt hier aufzunehmen. Hallo, da bin ich übrigens. Ich möchte auf jeden Fall euch nicht vorenthalten, wie das ganze Bild aussieht, wenn man in einem normalen Farbprofil aufzeichnen würde. Dazu muss ich einfach aus dem Pro-Modus hier rausgehen. So, und jetzt ist auch Face Active Tracking hier an. Und das ist der normale, ja, Color Profile. Ohne Color Grading nicht, der Standardfarbprofil. Und ich finde das Bild, also auf dem kleinen Display ist es schwer zu erkennen, aber man erkennt schon was bei einem 2 Zoll Display. Sieht eigentlich schon ziemlich cool aus. Und ich wollte noch einen Audiotest machen, aber der Audiotest bei so einem windigen Wetter ist ziemlich unsinnig. Deswegen mache ich den Audiotest später, wo es nicht so windig ist. Und ich würde mal sagen, lass uns mal testen, wie das Ganze bei Lowlight performt. Da frage ich mich eigentlich, wie das Bild dann da aussehen wird. Also Freunde, ich nehme jetzt gerade im Dunkeln auf. Also wir haben jetzt aktuell 10 vor 5 und hier sind ein paar Laternen. Es ist jetzt nicht stockdunkel, und in 4K 25 Frames, D-Log. Und ja, ISO-Wert habe ich gerade keine Ahnung, aber mein EV ist auf minus 0,7. Das ist übrigens der Wert, den man so empfiehlt, wenn man bei der DJI Osmo Pocket 3 in D-Log aufzeichnet. Da sollte man auf jeden Fall zwischen minus 0,3 und minus 1
das Ganze einstellen, damit man da die besten Ergebnisse erzielt. Und wir schauen mal, wie das ganze Footage aussehen wird. Und zwar, ich nehme mal random jetzt einfach hier auf in verschiedenen ISO-Werten. Freunde, das ist jetzt ISO 3200. Mein Evi sagt 0,3 ungefähr. 4K 25 in D-Log. Und es gibt noch einen Nachtmodus, den ich euch auch mal zeige. Eine kurze Unterbrechung. Wenn man den Lowlight-Modus einschaltet, dann gibt es kein D-Log mehr. Man kann nur noch mit den Standardfarben auswählen. Das heißt, die nächsten Einblendungen und Footage, was ihr in Lowlight seht, ist alles in Standard gefilmt. Zeigen möchte, da kann man, soweit ich weiß, ein ISO 16000 einstellen. Das hier ist jetzt ISO 6400 in D-Log. Was mich halt stört, ist, man kann leider den ISO-Wert nicht verändern, wenn man gerade aufnimmt. Dazu muss ich die Aufnahme erstmal beenden. Das wäre jetzt ISO 9600. Man sieht ein bisschen flackern. Das liegt daran, dass ich gerade in 30 Frames aufzeichne. Und jetzt kommen wir mal zu 12800. Jetzt habe ich mal auf 25 Frames eingestellt und mein Shutter Speed auf 1/50 Sekunde. Und das wäre hier ISO 12800. Und das Maximale ist dann hier 16000, was ihr jetzt sehen werdet. Ja, und das wäre jetzt ISO 16000. Ist ziemlich hell. Ich drehe mal die Kamera in Richtung zu mir. So, und ich denke, das Footage wird definitiv brauchbar sein auf ISO 16000. Mal sehen, ich schaue mir das gerade an. Also auf dem kleinen Display sieht es gut aus. Ach komm, weißt du was, wir gehen mal hier lang. Hier ist es ziemlich dunkel. Und dann können wir uns das Ganze mal genauer anschauen, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Hier in so einer Seitenstraße zwischen Häusern. Hier sind nämlich keine Laternen. Und auf dem Display sieht das Ganze ziemlich hell aus. Aber wenn ihr das wirklich in echt sehen würdet, wie dunkel das hier eigentlich ist. Also es ist ein Stock dunkel, aber es ist schon dunkel. Auf dem Display ist es schon wesentlich heller. Plus 0,3. Also es, ich denke, also in kurz gefasst, Lowlight Performance finde ich bei der DJI Mic ziemlich gut. Das Footage ist auf jeden Fall brauchbar. Man kann auf jeden Fall, wenn es so dunkel ist, das Ganze hochpushen und mit so einem hohen ISO-Wert auf jeden Fall aufnehmen. Ja, das war's zum Lowlight Performance. Fahren wir weiter fort. So, weil das Ganze eben ein 1 Zoll Sensor ist, hat das nicht ein Phase Autofokus, sondern ein Phase, also mit S, ja. Und weil es eben ein 1 Zoll Sensor ist, ist das Ganze auch ziemlich genau. Das erkennt mich eigentlich immer. Und ja, ihr habt ja gesehen, beim Subject Tracking ist das ein bisschen schwierig. Da gibt es halt natürlich Limitierungen. Das kann ja nicht einfach wie hier bei der Sony ZV-1 mit dem KI Autofokus Chip das Ganze so gut krass tracken. Aber es ist ziemlich gut und ja, ist auf jeden Fall ein sehr nettes Feature des Phase. Hat auch andere Kameras, glaube ich, soweit ich weiß. Der Vorteil vom DJI Osmo Pocket 3 ist die Stabilisierung. Wir haben nämlich eine mechanische Stabilisierung. Das heißt, es ist ein Gimbal angebracht. Und bei einer digitalen Stabilisierung könnten wir das Problem haben, dass es zum Beispiel so komische Jitter-Effekte gibt, dass wir nicht die richtige Verschlusszeit einstellen können. Aber dadurch, dass die Stabilisierung nicht digital ist, können wir eine Verschlusszeit von 1/50 Sekunde auswählen und haben somit richtiges und korrektes Motion Blur und gehen damit auch Problemen aus dem Weg wie diese J-Lo oder Jitter-Effekte, die durch die digitale Stabilisierung erfolgen kann. Ein kleiner Nachteil wäre, man kennt ja von dem Gimbal, wenn man nicht drauf aufpasst und in einem Ninja Walk geht, dass es zum Beispiel so Up and Down, so Jitter-Effekte geben könnte, weil man halt nicht aufpasst, wie man läuft. Aber das hat, glaube ich, jede Stabilisierung bzw. jede mechanische Stabilisierung. 120 Frames Aufnahmen, also Slow Motion, ist in 4K möglich. Auch mittlerweile in dem Farbprofil Log. Das konnte man zum Tage des Releases nicht machen. Das ging nur mit den Standardfarben. Das Einzige, was man gegenüber den 25 Frames verliert, ist Schärfe. Das heißt, bei 25 Frames habt ihr mehr Schärfe. Ich möchte euch zum Schluss nochmal die Gelegenheit geben und euch ein bisschen das Menü zeigen. Wir haben das ganze Teil im Einsatz gesehen, aber ich zeige euch mal das Menü. Auf jeden Fall, wir rotieren jetzt von links nach rechts und dann geht die Kamera direkt an. Was uns erstmal auffällt, ich habe hier ein Rule of Third Grid, das kann man auch später einstellen, aber ich gehe erstmal hier auf die paar Sachen ein. Also wir haben erstmal das Joystick hier, damit kann man hier das Gimbal drehen und so weiter und so fort. Und dann haben wir die Möglichkeit hier oben rechts zu erkennen, wie der Akkustand ist. Und unten links haben wir ein Kamerasymbol, da kann man draufklicken und dann kommt man zu einem Menü.
wo du auswählen kannst, hallo, warum gehst du da weg? So, wo du auswählen, hallo, wo du auswählen kannst, was für einen Modus du gerade verwenden möchtest. Foto, Video, Lowlight, Slow Motion und so weiter und so fort. Auch Timelapse haben wir hier. Hier unten, das heißt, wenn wir von unten nach oben swipen, jetzt sind wir im Timelapse, ich bin da irgendwie dran gekommen, ich gehe mal wieder auf Video. Zack, dann haben wir die Möglichkeit auszuwählen, in welcher Auflösung wir aufnehmen möchten und ebenso in welcher Framerate. Man sieht, man kann von 24 bis 60 Frames hier auswählen und ebenso auch in 1080p oder 2,7k. Hier oben rechts kann man draufklicken, da kann man die also Duration ändern, also Ratio, das heißt, man kann auch auf 1:1 aufnehmen. Ich lasse es mal auf 16:9. Dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir von links nach rechts swipen, dass man dann zu der Galerie kommt, zu den Aufnahmen. Ich habe gerade keine SD-Karte drauf. Oder wenn man von rechts nach links swipet, kommt man quasi zum Menü oder beziehungsweise zu den Bildeinstellungen. Das bedeutet Folgendes. Man sieht hier, dass da Pro steht und dass es gelb markiert ist. Das heißt, ich habe gerade den Pro-Modus aktiviert. Und rechts sehen wir den White Balance. Das habe ich selbst eingestellt auf 5600. Ihr könnt hier einen beliebigen Wert auswählen oder das Ganze auf AWB stellen, also Auto White Balance. Exposure ist gerade auf M, aber ich lasse das Ganze gerne, wenn ich im Log aufzeichne, hier auf Auto und da stelle ich ein auf minus 0,7 EV. Das heißt, die Verschlusszeit wird automatisch zum EV immer angepasst und mein ISO ist auch auf Auto zwischen 50 und 1600. Die Sache ist, ich habe keinen ND-Filter momentan. Deswegen habe ich die Verschlusszeit auf Auto eingestellt. Wenn ich einen ND-Filter habe, dann kann ich die Verschlusszeit gerne auf 1/50 Sekunde einstellen. Und dann mein ISO dementsprechend auch zwischen 50 und 1600 oder zwischen 50 und 800 einstellen, dass es automatisch passieren soll. Das Blöde ist, sage ich mal, sobald eine Aufnahme gestartet ist, kann man nicht mehr von rechts nach links swipen, weil das Ganze dann gesperrt ist. Du kannst keine Änderungen mehr vornehmen, wie ISO oder Shutter Speed. Das ist leider gesperrt und das finde ich leider auch schade. Ansonsten können wir hier unten noch Color einstellen, das heißt, in welchem Farbprofil du aufzeichnen möchtest. Hier in dem Fall habe ich zum Beispiel D-Log. Du kannst normal, HLG oder ja, D-Log war das ja eben gerade. Und ansonsten hast du noch die Möglichkeit hier den Fokus auszuwählen zwischen Continuous Autofocus oder zwischen Product Showcase oder zwischen Single. Product Showcase kennt ihr vielleicht oder kennt ihr vielleicht nicht. Das heißt, wenn du ein Objekt vor die Linse hältst, dann wird quasi der Fokus sofort auf das Objekt vorne gerichtet und sobald es weg ist, dann wieder normal fokussiert. Ich sag mal so, das ist besser, wenn man halt Produkte vorstellen möchte, da kann man das gerne aktivieren. Ansonsten kann man aufs Display draufklicken, wie bei einer gewöhnlichen Kamera und dann hier ja, Sachen in Fokus setzen. Oder man hat die Möglichkeit, hier auf so einem Joystick-Symbol zu klicken, dann öffnet sich so ein Menü. Und da gibt es ein paar Features, wie zum Beispiel Face Auto Detect oder was ist das andere eigentlich? Dynamic Framing. Ja, das sind immer so Features, wie zum Beispiel, da kommt so ein Frame bei Face Auto Detect und dann versucht die Kamera innerhalb diesen Rahmens dein Gesicht zu finden und dein Gesicht immer im Center beizubehalten. Das könnt ihr auch gerne benutzen, ist auch ziemlich cool. So, wenn wir von oben nach unten swipen, kommen wir dann zum Menü. Das erste Symbol ist quasi ein Custom-Button. Das zweite Symbol ist Screen and Rotate, das habe ich euch ja vorhin gezeigt. Dann haben wir die Display-Helligkeit und hier rechts haben wir die Möglichkeit, einen Selfie-Modus einzuschalten. Das bedeutet, wenn du die Kamera zu dir richtest, das Ganze einschaltest und das Pocket 3 dich gefunden hat, dann folgt der Gimbal immer dein Gesicht. Das heißt, wenn du dich innerhalb diesen Frames dich bewegst, dann bewegt sich das Gimbal mit. Ist ziemlich cool, nutze ich sehr, sehr oft. Dann haben wir hier unten links die Einstellungen. Wireless Mic sieht man hier. Man kann, wie gesagt, das DJI Mic 2 benutzen. Man kann hier einstellen, wie die Ausrichtung des Gimbals sein soll, nachdem du das Ganze eingeschaltet hast. Ich habe es auf Forward, das heißt, das Gimbal, die Kamera richtet sich immer nach vorne und so weiter. Also es ist eigentlich alles selbsterklärend, was hier eigentlich alles drin ist. Brauche ich eigentlich nicht jetzt genau, genauer im Detail einzugehen. Ist alles selbsterklärend. Und ansonsten haben wir noch hier zum Beispiel Rotational Speed, das heißt, wie schnell das Gimbal sich bewegen soll, Slow, Default oder Fast.
Ich habe es auf Standard gelassen und unten rechts kann man auch auswählen, wie bei einem richtigen Gimbal, wie quasi das Gimbal sich bewegen soll, Follow-Modus oder ob das gelockt sein soll oder ob es in diesem FPV-Modus sein soll. So sieht das Ganze aus. Man kann das Ganze umdrehen und sagt Continue. Und jetzt kann ich das Ganze vertikal aufzeichnen. Aber ihr seht schon, sobald ich das Ganze vertikal aufzeichne, springt das zu einer 3K-Auflösung. Es gibt so Tricks, wie zum Beispiel, dass man das Ganze dann einfach dann so hält und dann ist das Ganze auch, sage ich mal, in der Form auch vertikal. Man kann das Ganze halt dementsprechend anpassen. Man hat ja noch einen Joystick drauf. Übrigens, dreimal draufklicken auf den Joystick, dann wechselt bzw. rotiert die Kamera dann nach vorne oder nach hinten. Und zweimal draufklicken, wird das Ganze nochmal zentriert. Das heißt, wenn das irgendwie so schief ist, klickt man nochmal drauf und der Gimbal rotiert automatisch. Genau, mehr gibt es da nicht zu sagen. Dann kann man noch zum Beispiel das Extendable Battery Grip dran machen. Ich mache das kurz mal dran. Und man sieht dann immer noch, dass das Ganze hier kleiner ist als mein Vlog-Stativ. Ja? Also das ist schon ziemlich krass. Es ist wirklich immer noch kleiner als mein Vlog-Stativ. Und mein Vlog-Stativ ist ja schon klein. Und da kommt oben nochmal die Kamera drauf. Also das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ich kann das echt nur empfehlen. Und Nachteile. Wenn wir zu den Nachteilen kommen. Man hört schon so ein Klappern. Ich habe das gar nicht so lange im Einsatz. Ja, mein Gott, vielleicht bin ich auch zu extrem. Wie lange soll das so fest und stabil bleiben? Aber man hört ein leichtes Klappern hier am Gimbal. Dann wäre der nächste Nachteil mit der Speicherkarte. Also ich habe wirklich Probleme, die jedes Mal hier rauszuholen, rauszufischen. Also man braucht schon ein bisschen längere Nägel und da muss man richtig reindrücken. Also es ist echt eine Tortur. Wenn die einmal drin ist, habe ich manchmal gar keinen Bock, die rauszuholen. Dann verbinde ich zum Beispiel ein USB-C-Kabel dran, um das Ganze rüber zu kopieren. Aber es nervt schon, da hätten die sich eine bessere Lösung einfallen lassen sollen. Der nächste Nachteil ist, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich beim Touch nicht richtig drankomme, es nicht richtig betätigt oder manchmal ist es auch zu sensitiv. Also irgendwie komme ich da nicht ganz so klar, kann auch daran liegen, vielleicht weil das Ganze etwas klein ist und wir auch von Smartphones auf größere Displays uns gewöhnt sind. Und ich finde es halt natürlich auch sehr, sehr schade, dass man nicht die Einstellungen, also ISO und so weiter, einstellen kann während einer Aufnahme. Und ich hätte mir noch gewünscht, dass ein kleiner Histogramm wäre. Ist zwar vielleicht ein extra Feature, der bei diesem Teil vielleicht Overkill ist, aber ein kleiner Histogramm als Feature-Tool, sage ich mal, um zu erkennen, wie man gerade belichtet, ist schon ziemlich hilfreich, weil wenn man D-Log benutzt, dann weiß man nicht genau, hey, wie belichte ich da eigentlich richtig? Bin ich über- oder unterbelichtet? Das erkennt man nicht immer sofort. Ich musste auch erst recherchieren und gucken, was andere sagen, weil auf Anhieb hätte ich ein Histogramm, dann würde ich das ganz genau sehen. Oder Zebras gibt es auch nicht. Das sind halt so Punkte, die ich finde ein bisschen schade, die hätte man reinmachen können. Ansonsten ist das Teil ziemlich cool. Das Combo Creative Kit kostet, glaube ich, 670 Euro. Ist ziemlich teuer. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, für wen ist das eigentlich geeignet? Wer sollte sich sowas anschaffen und für wen ist das ausgerichtet? Diese Frage beantworte ich jetzt hier im nächsten Video. Da kommst du genau zu diesem Video. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dann würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Bis dann, euer Cero. Ciao.